Kommt Basti GHG auf die YouTuber-Insel? Auf der Minecraft-YouTuber-Insel kommen oft neue YouTuber dazu. Die meisten natürlich deshalb, weil sie schon andere auf der Insel kennen. Aber trotzdem wünschen sich die Zuschauer der YouTuber-Insel natürlich viele andere YouTuber auch auf die Insel. Viele Leute haben kommentiert, dass sie Basti GHG auf der YouTuber-Insel haben wollen. Vor allem, weil das lustig wäre und weil er natürlich gut in Minecraft ist. Aber kann das passieren? Könnte Basti GHG auf die YouTuber-Insel kommen? Klar ist auf jeden Fall, dass Basti GHG bis jetzt eigentlich noch gar nichts mit der YouTuber-Insel zu tun hatte. Soweit es bekannt ist, hat er auch noch nie was zu der YouTuber-Insel gesagt. Basti GHG ist aber auf jeden Fall auch oft bei Minecraft-YouTuber-Projekten dabei. Meistens bestehen diese Projekte aber hauptsächlich aus Twitch-Streamern. Ein großer Unterschied zwischen Basti GHG und allen YouTubern auf der YouTuber-Insel ist nämlich auch, dass er ein Livestreamer ist und seine Videos auf YouTube hauptsächlich Twitch-Stream-Highlight-Videos sind. Also Challenges, die er im Stream gespielt hat und die dann zu einem Video gemacht wurden. Gleichzeitig ist Basti GHG hauptsächlich im Kontakt mit anderen Twitch-Streamern und die YouTuber auf der YouTuber-Insel sind hauptsächlich YouTuber und wenn sie Livestreams machen, dann auf ihrem YouTube-Kanal und nicht auf Twitch. Es ist allgemein also offensichtlich, dass auch wenn Basti GHG genauso wie die YouTuber-Insel YouTuber Minecraft-Videos macht, das zwei verschiedene Bubbles sind. Die meisten YouTuber und Streamer der YouTuber-Insel haben wahrscheinlich sehr wenig oder gar keinen Kontakt zu den Twitch-Streamern und machen eigentlich auch nichts miteinander auf YouTube. Wenn Basti GHG also auf die YouTuber-Insel kommen würde, dann wäre das nochmal krasser, weil eine ziemlich große Menge an neuen Zuschauern zu der YouTuber-Insel dazukommen könnte und wahrscheinlich auch andere Streamer dazukommen würden. Aber das ist sehr unwahrscheinlich. Denn zum einen macht Basti GHG sehr viele Challenges und zum anderen ist er auch oft schon bei anderen Minecraft-Projekten wie das 3-Tode-Projekt oder Minecraft Craft Attack dabei, die auch ziemlich beliebte Projekte sind. Man kann sich natürlich nicht sicher sein, was passieren wird, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass Basti GHG auf die YouTuber-Insel kommt. Und wenn er kommen würde, dann würde er nicht oft dabei sein, weil er eigentlich auch kein Roleplay-YouTuber ist, wie es viele der YouTuber auf der YouTuber-Insel sind. Denkt ihr, Basti GHG kennt die YouTuber-Insel und kommt er vielleicht doch irgendwann mal drauf? Abonniert und jetzt tschüss.